vor kurzem erwiesen, Video spiele ich Castle Crush. Und seit dem letzten Mal habe ich eigentlich nur ein wenig gespielt und habe eine Goldruhe bekommen. Und es gibt anscheinend etwas im Shop. Ich kann einen Henker mal kaufen. Dann habe ich nämlich 4 Karten und kann ihn auch mal Englisch, wirklich Englisch verbessern. Und ich habe noch eine Goldkiste, die wir noch aufmachen können, aber das erst upgrade ich mal hier diesen Henker auf Level 3 mal eigentlich. So. Nach 10.000 Jahren habe ich es Englisch gemacht. Okay, ich sollte einfach mal Schnauze halten und einfach mit dem Kissen anfangen. Also, in der ersten Gratiskiste befindet sich 42 Gold, 2 Juwelen, 4-mal die Drillinge und die einmal den Henker. Also das war jetzt dumm, da ich im Shop den Henker gekauft habe. Ah, das war wieso eine 20 Gold. So viel ist das auch wieder nicht. Ich bekomme das Doppelte von 20, wenn ich nur eine Gratistour schon aufmache. Also ja. In der zweiten Gratistruhe befindet sich auch gerade 43 Goldner, halt 4-mal die Drillinge und einmal den Inferno. Okay, jetzt die Goldkiste, dann hast du die beste ja davon. Von den drei Kisten. So, ich habe 103 Gold, 15-mal Skelette und 2-mal die Piratin bekommen. Ah, kann ich auch mal verbessern. So. Ja, Piratin, Upgrade, bam. So, nein, nicht zweites Deck. Erstes Deck. Voilà. So. Und los geht's. Ich glaube, es wird doch vielleicht einen Ton anmachen hier. So. Okay. Los geht's. So, als erstes die Stärkung einballern. So, bam. Und ich muss gleich schließen. Oder auch nicht. Oh, ich hasse das. Man muss niesen, also man hat das Gefühl, man will gleich niesen. Und dann, kurz bevor man niest, einfach so, geht's weg. Das nervt so extrem. So, hier hinter den Ballista als Unterstützung. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine starke Karte. Denn die halt sich besser den Krieger zu nehmen. So, hier, Piratin. Dämon. Okay. So, dieser... Ach, nö. So. Also, jetzt leckt es aber. So, Metamorph. Bitte den Magier kopieren, das wäre gut. Nice. Unterstützen. Ich schalte die Stellung gerade. So, okay, ich bin auf jeden Fall gut im Vorteil gerade. So, hier oben Golem. Dann noch unten. Halten wir so. Okay, ich bin gut im Vorteil. Dann Henker hier oben. Dann Ballista hier unten. Und ich hab gewonnen. Nice. Okay, makelloser Sieg sogar. Okay. So, und ich hoffe noch einmal zu gewinnen, dann kann ich nämlich die Siegeskiste öffnen. Das ist sehr, sehr gut, denn ich glaube, ich habe bis jetzt in, wo ich wieder mit Castle Crush angefangen habe, habe ich da schon ein paar, Siegeskisten aufgemacht. Ich glaube, insgesamt 3 oder 4. Aber ich habe das wahrscheinlich, ich glaube, ich habe noch kein einziges Mal in einem Video gezeigt. Wie schnell Siegeskiste. Also im Neulauf halt. Also im neuen Versuch hier. Ich hab. Ach, lass ich mich mal nicht erklären halt. Also ich habe ja schon einmal Castle Crush gespielt. Und danach habe ich ja aufgehört, weil ich mir langweilig wurde halt. Und jetzt ist es wieder lernen. Ich habe ja ganz von Anfang angefangen. Und hier jetzt, wo ich wieder von ganz vorne angefangen habe, habe ich auch bis jetzt noch keine, also die neuen Kasper-Videos, ich habe noch kein einziges Mal, nämlich die Siegeskiste gezeigt, also was ich bekommen habe in einer Siegeskiste. Das ist gerade vielleicht interessant, aber egal.
Tschüss, du wilde Ork-Krieger. Ich hab eine Benachrichtigung bekommen. Super. Also, hier Henker. Ach mal, wieso konnte ich den Henker nicht da unten setzen? Also, Piraten, die sollte dann helfen. So. Als ob der ein Level 5 war, Ballista. Also, echt schlecht, sag ich mal. Oh, der hat den, wie heißt der, da fällt mir nicht einmal diese Magier an, ich mal. Och, nö, jetzt hat diesen blöden Typen, der, alle Leute in eine Reihe schießt. Das nervt so krass. Ich hasse den. Oh, nein! Also er ist auf jeden Fall im Vorteil, das sehe ich. Aber ich habe auch keine Karten, das ist das Problem. So, hier. Ich muss irgendwas verteidigen hier. Ich bekomme auch extrem. Alter, als ob er schon wieder 10 Mana hat. So, hier den Henker halt. Oh Mann, ich habe so Probleme. Ja, ich hab verloren. Wow, jetzt ist alles in einer Reihe. Na super, ja, tot. Ja, keine Chance, wirklich, keine Chance. Und der ist auch schon Level 6. Ja, was kann ich dagegen machen? So mega unfair. Ich will nur einmal noch in diesem Video gewinnen, halt. Ich will die Siegeskiste halt zeigen, was ich halt bekomme. Denn da bekommt man halt mit, immer, ich glaube immer, ich bin mir aber nicht sicher, ich glaube, bekommt immer mindestens eine epische Karte. Und man kann, glaube ich, auch ganz selten eine legendäre Karte bekommen. Hoffe ich mal, dass ich auch dann eine legendäre Karte bekomme. Und wieso setzt du ein paar Mal Bogenschützen an? Du weißt schon, dass der nah da ist. Und eine, jetzt auch noch eine Piratin. Ja, wow, was bringt das? Die Piratin, ja, bringt die einfach alle um. So, Krieger Nummer 2. Und Ballista hier hinten noch. Ah, ich hasse diese Spieler mit den blöden Waffen, mit dem kleinen Inferno und dem anderen Zeugs. Alter, das nervt wirklich. Ich sehe in Arena 3 nur, also wirklich jeder zweite verdammte Spieler fast immer hat, oder jeder dritte Spieler, sag ich mal, hat immer diese blöden Inferno, Pfeile oder irgendwas anderes halt für diese dummen Karten. Und das geht extrem auf die Nerven so lang. Ach, hört mit diesem blöden Inferno. Mann. So, die Erde hier hinsetzen als, ich sagen, Schutzschild. Oh, super. Das war ein gutes Schutzschild gegen diese blöde. Ach, Mann. Die weg wieder. Mann, jetzt ist in der Mitte schon alles wieder sozusagen verloren. Alter. Ja. Alter, was bist du für ein Loser? Oh. Mann. Immer nur Karten benutzen, also immer nur Zauber benutzen, um zu gewinnen. Mann. Ja, lach du noch nur. Alter. Mann, ich schaffe wirklich nicht. Also ich verstehe, wenn man so ein oder zwei Zauber hat. Also eins ist noch okay. Zwei, er geht schon nach einer Weile auf die Nerven. Aber es gibt einfach nur, es gibt einfach ein paar Decks, die sind einfach dafür gemacht, andere Spieler wirklich auf die Nerven zu gehen. Die müssen dafür gebannt werden, wirklich. Auch wenn das so krass klingt, wirklich. Die Nerven extrem und müssen dafür gebannt werden. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Mann. Du darfst mit deinen dummen Truppen noch. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab Lisa hin. Da ist er. Alter, Mann. Jetzt geht er mir schon auf die Nerven, ohne mal eine einzige Zauberkarte zu haben. Ich glaube, ich bin.
noch Donner, glaube ich. Nein. So. Dämon, der tötet hier nicht die Piraten. Gott sei Dank auch. So, tschüss, wilder Dämon. Oh, jetzt kommt schon der nächste. So, tschüss. Gegner. Oh. Stand gerade, dass der Gegner das Match verlassen hat und läuft wieder auf. Ja, ja. So, da ist der hier ganz hinten. Also, jetzt bin ich mal im Vorteil. Nach einer Ewigkeit auch wirklich. Oh, ich hab nichts gesagt, ich bin auch nicht im Vorteil. Oh, ich hasse mein Leben. Oh, der Zerg hat in der Mitte gut geholfen gerade. So, Stärkung für mein Schlossmal. Ach, das Spiel so im Arsch gerade wirklich. Ich hab gar keine Kraft. Ich hab noch drei. Geht mir das Match oder verlassen. Oh, stirb. Oh, Halleluja. Mann, nach einer Ewigkeit wieder mal gewonnen, ey. Also gefühlt natürlich. Natürlich ich hab ja jetzt zweimal gleich hintereinander gewonnen. So, Sieg. Halleluja. So, Magnus und sogar. Alles klar. So. Jetzt kann ich mal die Siegeskiste zum ersten Mal hier eben neu anfangen. Sag ich mal. Zeigen. So. Okay, ist doch keine epische dabei. Das heißt, es ist du hast mit hohen Chancen kannst eine epische bekommen. Und mit noch mehr höheren Chancen auch eine legendäre. Die sind natürlich sehr selten. Also ich habe 302 Gold bekommen, 4 Juwelen. Aber ich glaube pro Arena, also desto man höher in einer höheren Arena ist, glaube ich, desto bessere Chancen hast du zum Beispiel eine epische zu bekommen, zum Beispiel 2 epische oder eine legendäre, glaube ich. Ich glaube in Clash Royale ist das auch so. Also ich habe 302 Gold bekommen, 4 Juwelen, dann 31 mal die Bombe, okay, ist gut. Und ins Horn. Okay. Nehme ich zweimal, nein, dreimal sogar. Okay. So. Ich habe auf jeden Fall viel Gold. So, ich kann die Bombe verlassen. Oh, dafür 400 Münzen. Okay, die sind auch schon direkt teuer. Bekommen wir dafür auch 25 Erfahrung. Okay. Und diese Sachen hier verbessere ich ja nicht, denn ich benutze sie ja nicht. Ich verbessere nur die Sachen, die ich schon benutze. Und ja, kann ich halt nicht gerade upgraden. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, vergiss nicht eine positive Bewertung da zu lassen. Bis dahin kann ich euch gefallen hat. Vergiss auch nicht einen Kommentar mit Kritik und etwas da zu lassen, die ich schon verbessern kann. Schreibt auch für Ask Me, das um 16 Uhr kommt am Sonntag, unter dem Hashtag, also in den Kommentaren unter dem Hashtag Ask Me und eure Fragen. Vergiss auch nicht noch mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, nichts zu verpassen. Und vergiss auch nicht, das Video meinen Freunden zu teilen. Schön, ich öffne mal die erste Silberkiste. Im nächsten Video kann ich viele Silberkisten aufmachen und vielleicht noch sogar die Siegeskiste haben. Hoffentlich. Also ich habe die schon vorher geöffnet. Und das war's halt mit dem Video. Tschüss.